Hallo liebe Sportfanaten, heute geht es bei uns um eine Sportart, von der viele Sportler behaupten, dass sie niemals langweilig wird, denn sie hat nämlich so viel zu bieten. Die Rede ist vom Turnen. Ja, und die Vielseitigkeit dieser Sportart, die wollen wir euch heute etwas näher bringen. Und wie man erfolgreich zum guten Turner ausgebildet wird, das wollen wir euch auch zeigen, denn wir sind nämlich heute zu Gast beim SC Berlin. Der SC Berlin ist Nachfolger des SC Dynamo. In 14 Abteilungen wird hier Sport getrieben, von der Breite bis in die Spitze. Eine der erfolgreichen Sparten des Vereins ist die Turnabteilung. Los geht es hier schon mit den dreijährigen Nachwuchstalenten. Jens Debré ist Leiter der Turnabteilung. Er erklärt mir, dass es 1991 noch etwas kleiner angefangen hat. So dass wir begonnen haben mit etwa 100, reichlich 100 Turnerinnen und Turnern und sind jetzt bei über 400 Turnerinnen und Turnern, die hier sich beschäftigen, Turnen betreiben und zwar von den kleinsten, wie hier jetzt im Spielturnen, bis hin zu den Leistungssportlern im männlichen und weiblichen Bereich. Insgesamt hat der Verein heute 2500 Mitglieder, aber gut 65% der Sportler kommen aus dem Nachwuchsbereich. Früh übt sich, wer Großes erreichen will. Schon in der Grundschule müssen die Sportler bis zu 5-mal in der Woche trainieren. Seid ihr ja in der Szene als einer der erfolgreichsten Turnvereine bekannt. Was sind denn so eure größten Erfolge, wo ihr ganz besonders stolz seid drauf? Ja, sicher haben wir in unserem Verein auch schon Olympiasieger gehabt, mit beispielsweise Andreas Wecker, aber auch weitere Olympiateilnehmer wie Katja Abel bei den Frauen sind schon ganz erfolgreiche Turnerinnen bzw. Turner, die, auf die wir ganz stolz sein können. Doch keine Sorge, auch wenn man sich einfach nur körperlich betätigen will. Beim SC Berlin ist man an der richtigen Adresse. Nicht jeder kann und muss gleich zu den Olympischen Spielen. Der Sitz des SC Berlin ist das Sportforum Hohenschönhausen. Hier ist auch der Bundesstützpunkt für die Leistungsturner ansässig. Viele der Athleten des SC Berlin trainieren an diesem Ort, in einer der besten Hallen aus Deutschland. Ulf Behndrath ist Trainer für den männlichen Gerätenachwuchs. Er erzählt mir, dass Turnen quasi die Mutter der Bewegung ist. Fähigkeiten, also sind sehr kräftig, also sie haben eine gute Grundspannung, was Bauch, Rücken, Muskulatur betrifft, sie sind gut ausgebildet. Sind schnell und sie haben auch die Fähigkeit zu kämpfen und das ist ganz wichtig im Turnen. Turner sind durchtrainiert bis in die Haarspitzen. Kein Wunder bei so viel Abwechslung. Im Männerbereich gibt es 6 verschiedene Geräte. Zuerst einmal den Barren, das Reck, Pauschenpferd, Bodenturnen, Sprung und die Ringe. Alle Geräte zu beherrschen stellt hohe Anforderungen an den Körper. Ausdauer und Koordination werden geschult. Was ist so der optimalste Turner? Was ist so der Turner mit den besten Voraussetzungen? Ja, der optimale Turner ist für uns klein, schnell, kräftig, beweglich und er macht gerne Sport. Kann man ganz so sagen. Knapp auf den Punkt. Knapp auf den Punkt. Dehnbarkeit sollte man übrigens auch mitbringen. Kaum eine andere Sportart verbindet so viele Elemente. Kraft, Dynamik und Ästhetik. Sechs Geräte gibt es hier heute beim Turnen und ich habe mich heute mal für das Reck entschieden. Und da lasse ich mir jetzt mal zeigen, wie es genau funktioniert und das von keinem Geringeren als Holger Behrend, dem Olympiasieger an den Ringen von 1988. Holger, was muss ich machen? Wie geht's los? Also, du springst in den Stütz, ja. Holst aus mit den Beinen, schwingst zurück in die Waagerechte, machst dich fest wie ein Brett und turnst einfach rückwärts einen Umschwung an der Stange. Hört sich leicht an. Ja. Probieren wir mal aus. Erstmal okay. Hier. Jawohl, ein bisschen Magnesia. Magnesia. Okay. Müsste reichen? Ja, das reicht. Okay, dann gehen wir mal rüber. Wie ist jetzt erstmal die erste Stellung? Die erste Stellung ist Griffaufnahme. Genau. Springen in den Stütz. Ja. Dann kommt der Beinrückschwung. Und dann rum. Gut. Okay. Gott sei Dank, dass ich nichts gegessen habe vorher. Versuch's einfach. Sieht doch alles gut aus. Ja, okay. Jetzt? Schön die Beine bringen nach hinten zum Abschwingen.
Hopp. Oh. Gut. Oh, naja. Sehr gut. Mit Kapuze. Okay. Okay, und jetzt den Absprung? Rücksprung zum Stand. Jawohl. Okay. Und schön abmelden. Ja. Okay, Kapuze wieder runter. Oh, leichte Sterne. Okay. Ja. Okay, aber ganz gut gemacht. Ich danke dir, Holger. Jo, bitteschön. Und vielleicht wird das mir auch mal später ein Olympiasieger. Dankeschön. Bitte. Ja, das Turnen ist eine riesengroße Welt, in der wir euch heute mal mitnehmen konnten. Ein sehr vielseitiger Sport, der vor allen Dingen eins ist, Körperbeanspruchung bis in jede Pore. Ja, und wenn ihr hier beim SC Berlin eintreten möchtet, beträgt der Monatsbeitrag 10 bis 22 Euro. Und alle Leute, die sich dafür interessieren, bekommen dreimal Probetraining gratis dazu. Das war's heute hier vom SCB. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.